Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Gestern ist er endlich geliefert worden, unser neuer aufblasbarer Whirlpool M-Spa Alpine D-Lite. Natürlich habe ich den Pool sofort aufgebaut und bereits ein erstes Sprudelbad im 40 Grad warmen Wasser genossen. Wenn ihr mehr über diesen aufblasbaren Whirlpool wissen wollt, vom Aufbau bis zum ersten Fazit, dann bleibt dran, gleich geht's los. Um nach einem anstrengenden Arbeitstag zu entspannen und zu relaxen, habe ich im Keller einen kleinen Spa-Bereich geschaffen. Gerade im Winter können wir in der Sauna gut entspannen und gleichzeitig unsere Abwehrkräfte stärken. Auf ein erquickendes Bad mussten wir aber bisher verzichten, da unser Gartenpool im Winter nicht nutzbar ist. Was liegt also näher, als hier in unserer Wellness-Oase einen kleinen Whirlpool aufzustellen? Die zur Verfügung stehende Fläche war leider begrenzt. Lediglich knappe 2 Meter standen uns zur Verfügung. Die meisten aufblasbaren Whirlpools sind jedoch zwischen 1,80 Meter und 2,20 Meter groß. Wir haben uns daher bewusst für ein kleineres Modell entschieden. Der M-Spa Alpine D-Lite ist quadratisch und hat ein Außenmaß von 1,58 Meter x 1,58 Meter. Der Innenbereich hat eine Größe von 1,18 Meter x 1,18 Meter. Und bietet somit genügend Platz für bis zu 4 erwachsene Personen. Den Link zum Pool sowie dem Zubehör und den Ersatzteilen findet ihr unter dem Video in der Infobox. Dort könnt ihr mir auch eure Fragen in die Kommentare schreiben. Ach ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir ein Like zu geben, wenn euch dieses Video gefällt. Doch reden wir nicht weiter um den heißen Brei herum und schauen uns das Modell mal aus der Nähe an. Es handelt sich um einen Pool der Firma M-Spa. Ausgewiesen ist das Teil mit dem Namen Alpine. Im Internet gekauft habe ich es aber unter dem Namen Tecapo. Dieser aufblasbare Pool hat eine Außengröße von 1,58 m x 1,58 m, ist für maximal 4 Personen zugelassen und hat eine Höhe von knapp 68 cm und das Fassungsvolumen beträgt 650 Liter. Dieses Modell verfügt darüber hinaus über eine integrierte Heizung, die das Wasser bis auf 40 Grad erhitzen kann. Zusätzlich habe ich eine separate Unterlage bestellt. Diese 4 Matten im Format 80 x 80 cm kann man wie ein Puzzle zusammenfügen und hat dann eine Grundfläche von 1,60 m x 1,60 m. Das sollte ziemlich genau für den Pool passen. Bevor ich mir die Bauteile im Einzelnen anschaue und den Pool aufbaue, werde ich mir zunächst die Unterlage zurechtbasteln. Das lässt sich einfach angenehmer arbeiten. Das Zusammenstückeln ist denkbar einfach. Die Enden werden übereinander gelegt und ineinander gedrückt. Ich habe das Paket ausgepackt und der Inhalt besteht aus folgenden Komponenten. Zum einen nochmal in so einem Deck eingeschlossen der Pool, die Abdeckplane, die man auch aufblasen kann, um eine entsprechende Isolierung herzustellen, ein Warnschild, dass man die Hauselektrik vorab prüfen soll. Zur Prüfung inklusive gibt es hier einen Tester, den steckt man in die Steckdose rein, der gibt dann ein Signal aus, ob jetzt wahrscheinlich der Schutzschalter fehlerhaft oder funktionell ist. Dann haben wir inklusive eine Filterkartusche, einen Filtereinsatz nehme ich an, was das ist. Und zusätzlich war hier noch eine weitere kleine Tüte mit Ersatzflicken, wenn mal was kaputt geht. Dann haben wir einen Adapter auf das Schlauchverschlusssystem, auf das Gardena-System und einen Hebel, mit dem man irgendwas einstellen kann. Tja. Und nun werde ich den Pool erstmal aus seiner Verpackung rausholen und hier auf meiner blauen Unterlage positionieren. Die Schutzfolie ist entfernt. Der Pool ist nach wie vor erstaunlich kompakt. Das Material fühlt sich robust und sehr schwer an. Und vom Geruch her müsst ihr euch das ja wie eine frisch ausgepackte Luftmatratze vorstellen. Es riecht jetzt nicht sehr stark, also das ist absolut zum Aushalten.
aber man nimmt es dennoch wahr. Ich werde den Pool jetzt erst einmal auseinanderziehen und ihn mir so hinstellen, wie ich ihn dann auch aufblasen möchte. Wie ihr eben gesehen habt, ist das Auseinanderziehen alleine ohne eine zweite Person gar nicht so einfach. Der Pool ist relativ steif. Das kann zum einen daran liegen, dass er vor einer halben Stunde erst geliefert worden ist und wir draußen annähernd Minusgrade haben. Zum anderen ist das Material relativ steif und robust. Das spricht aus meiner Sicht schon mal für den Pool. Ich denke, das Einfachste wird es sein, den Pool aufzublasen, damit er in seine endgültige Form kommt. Und zum Aufblasen selber benötige ich diese Rückseite, denn der Pool ist selbst aufblasend, das heißt, ich muss hier nicht selber Hand anlegen. Ich habe nun das Kabel von den Unmengen an Plastik befreit. Wie ihr sehen könnt, handelt es sich um einen normalen Schuko-Stecker und einen Fehlerschutzschalter, der in das System integriert ist, mit einer Auslösestärke von 10 mA. Den werde ich jetzt gleich mal testen, doch vorab zu diesem kleinen Teil hier. Das war ebenfalls inklusive und ist ein Steckdosentester, der mir verraten soll, ob meine Hausinstallation für dieses System überhaupt geeignet ist. Wir stecken das Ganze jetzt einfach mal in die Dose. Die Anzeige blinkt und bleibt auf grün stehen. Das heißt, meine Hausinstallation selber ist auf jeden Fall geeignet. Und nun kommt der Pool rein. Und zur Vorgehensweise gibt es hier eine Erläuterung. Die kann man nur sehr schlecht lesen, also selbst ohne Kamera. Vom Prinzip besagt diese Anleitung, ich soll den Reset-Knopf drücken. Ihr hört ein Piepen, also die Anlage steht jetzt unter Strom. Anschließend soll ich einen Test machen. Das habe ich eben getan. Hier hat auch irgendwas Mechanisches in diesen Fehlerschutzschalter ausgelöst. Und damit das Ganze wieder funktioniert, drücke ich erneut auf die Reset-Taste. Das heißt, das funktioniert soweit. Weiter geht's mit dem Aufblasen. Eine Anleitung ist direkt auf der Rückseite mit aufgebracht. Ich soll im ersten Schritt das Ganze nach links drehen bis zum Anschlag. Anschließend soll ich so lange auf die Blubberblasentaste der Fernbedienung drücken. Da schauen wir uns die doch mal an. 8,5 Grad Fernbedienung. Ich höre jetzt auch gerade so ein Geräusch, keine Ahnung was das ist, und drücke jetzt mal länger auf die Blubberblasentaste. In nicht ganz 3-4 Minuten war der Pool bereits aufgeblasen. Das ging wirklich sehr, sehr schnell. Ob das Ganze dann vollständig aufgeblasen ist oder nicht, erklärt der dritte Punkt. Und zwar soll ich den Pool so lange über diese Aufblasefunktion betreiben, bis das Manometer grün anzeigt. Und da kam für mich schon die erste Frage auf, das Manometer, wo hast du dich versteckt? Es ist links von der Anzeige. Dieses kleine Bauteil hier, das ist ein manuelles Manometer. Das heißt, wenn der Druck nicht ausreichend ist, ist das Ganze hier auf gelb. Und je mehr Luft drin ist, desto stärker drückt die Feder das nach draußen, bis dann eben dieser grüne Bereich sichtbar ist. Wenn dann zu viel aufgeblasen worden ist, kann man den Innenbereich nach links drehen. Und ihr hört es, die Luft wird wieder abgelassen. Drehen nach rechts, schließt das Ventil wieder. Das Ganze soll wirklich nur bis zum grünen Bereich gehen. Für meinen Geschmack, ja, keine Ahnung, ob das jetzt genug ist. Ich kann das relativ leicht eindrücken, aber der Pool steht als Ganzes doch sehr kompakt. Wenn ich den jetzt hier schiebe, ihr seht, mit einem Finger, ich schiebe das ganze Konstrukt. Also insgesamt doch recht robust das Ganze. Nachdem ich jetzt den dritten Schritt abgeschlossen habe, komme ich zum vierten Schritt,
dass ich dieses Ventil wieder schließe. Ich drehe auf Off und bin mit dem Aufbau soweit schon fertig und kann mich um das Wasser kümmern. Bevor ich mich um das Wasser kümmere, eine Sache noch ganz kurz. Und zwar hätte ich gerade einen gewaltigen Fehler begangen. Diese Unterlegmatte war in der Folie enthalten, in der auch die Abdeckhaube liegt. Diese Matte an sich benötige ich nicht, weil der Pool primär hier im Inneren betrieben werden soll. Aber um die Schutzhaube zu befestigen, sind hier an der Unterseite Haken angebracht. Und ohne diese Haken kann man diese Schutzhaube auf der Oberseite nicht fest einspannen. Das finde ich jetzt nicht so clever gelöst, zumal diese Schutzfolie, ja, das fühlt sich an wie billiges Zeltmaterial. Also ob die dann wirklich draußen im Freien vor irgendetwas schützen würde, wage ich doch arg zu bezweifeln. Das ist maximal ein Schmutzschutz. An dieser Stelle noch ein kurzer Blick an die Filtereinheit. Ihr habt hier die beiden Wasserein- bzw. Austritte. Hier wird das Wasser eingesaugt und hier wird es wieder ausgesaugt. Der Pumpenblock und dergleichen befindet sich ja hier hinter dieser Wand. Diesen Filtereingang kann man öffnen. Dafür ist dieser kleine Telefonhörer da. Der wird aufgesetzt, dann gedreht. Und dann kann ich bei Bedarf, wenn das Ganze vielleicht verstopft oder dreckig in irgendeiner Form ist, kann ich das Ganze hier austauschen. Grundsätzlich bleibt es aber hier dran. So. Der Filter, den habe ich jetzt hier schon mal ausgepackt, auch mit schön viel Plastik eingeschweißt gewesen, kommt mit dieser Konstruktion an diesen Eingang. Ihr habt hier diese Nasen, ihr habt hier diese Kontakte, das Ganze wird jetzt hier eingehangen, rumgedreht, bis das Ganze fest ist. Und dann wird der Filter einfach genommen und bis zum Anschlag, bis er einrastet, drüber geklickt. Das war's schon. Das Wasser wird dann durch diesen Filter eingesaugt, wird durch die Pumpe unten wieder rausgedrückt und Schmutz und dergleichen wird hier im Filter hängen bleiben. Inwiefern das jetzt nachteilig ist, wenn hier insgesamt 4 Leute im Pool sitzen, ja, das liegt auf der Hand, dass das Ding ruckzuck abgetreten ist. Ich gehe mal davon aus, dass im laufenden Betrieb, solange man sich nicht stundenlang hier drinnen aufhält, man den Filter einfach abmachen kann. Dann hat man genügend Platz, auch wenn es mal mehr als 2 Personen sind. Und ansonsten, wenn das Teil im normalen Filterbetrieb ohne Belegung, also ohne Menschen drinnen läuft, dann kommt der Filter wieder drauf und fertig. Das Ablassen erfolgt über die Rückseite, wo auch die Technik ist. Da habt ihr hier unten einen Anschluss. Das kann man abdrehen. Da ist ein Dichtungsring dran. Dieses Stück endet im Pool an dieser Öffnung. Die kann ich ebenfalls öffnen und schließen. Da läuft das Wasser dann ab. Ich vermute mal, bauartbedingt wird aber nicht das gesamte Wasser ablaufen, sondern ein kleiner Rest auf dem Boden stehen bleiben. Entweder hebt man den Pool dann hoch, seitlich, dass der Rest auch noch ablaufen kann, oder man muss dann, wenn wenig Wasser drin ist, das Ganze umdrehen. Das mag im Freien alles keine Probleme machen. Hier im Inneren ist das schon schwieriger, denn trotz dessen mein gesamter Fußboden hier überall gefliest ist, meine Sauna besteht aus Holz und das verträgt sich auf Dauer nicht mit stehendem Wasser. Da muss ich mir was überlegen, wenn es dann soweit ist. Nachdem ich alle Vorbereitungen getroffen habe, der Pool an die richtige Stelle gestellt habe, der Filter ist eingebaut, die Luft ist ausgeblasen, kommt die alles entscheidende Frage. Wie kommt das Wasser in den Pool? Idealerweise ein Gartenschlauch, reingelegt, angeschlossen, fertig. Das mag im Außenbereich wunderbar einfach funktionieren, hier im Haus ist das nicht ganz so einfach, da ich den Gartenschlauch nicht einfach durch das Fenster hängen möchte. Ich habe mich daher entschlossen, das Ganze über meine Dusche zu machen. Ich werde an meinem Duschschlauch einen Gartenschlauch installieren. Hierfür nutze ich einen Adapter vom Gardena Schnellkupplungssystem. Die andere Hälfte, 1/2 Zoll Außengewinde, passt genau auf die Duschanschlusskupplung hier. Und dann habe ich die Möglichkeit, direkt warmes Wasser in den Pool einzulassen.
Während ich das Wasser einlasse, kann ich ja an dieser Stelle ein wenig über die technischen Daten philosophieren. Mit einer Gesamtleistung von 2100 Watt ist dieser Pool nicht ohne. 1500 Watt genehmigt sich die Heizung und 600 Watt die Massagedüsen. Der Pool läuft mit 220 Volt auf 50 Hertz, ist also für das europäische System kein Problem. Die Filterpumpe hat eine Leistungsaufnahme von 35 Watt und schafft 1325 Liter in der Stunde. Die Heizung ist zugelassen für Bereiche von 20 bis 40 Grad, beziehungsweise gibt der Hersteller diesen Leistungsbereich an. Das Besondere an diesem M-Spa-Pool ist, dass er eine UVC-Desinfektionseinheit hat. Laut der Beschreibung soll in der Pumpengruppe irgendwo eine UVC-Lampe sitzen, die das Wasser automatisch desinfiziert. Die Kapazität von 4 Personen kann ich mir durchaus vorstellen, wenn ich mir den Pool im aufgebauten Zustand ansehe. Als ich ursprünglich die Maße von 1,58 m x 1,58 m im Außenformat gelesen habe, war ich da schon etwas skeptisch. Immerhin bleiben davon nur 1,20 m x 1,20 m im Innenmaß übrig. 108 Massagedüsen sorgen dafür, dass das Wasser später angenehm kräftig blubbert. Und damit es ordentlich blubbern kann, braucht es natürlich jede Menge Wasser und dafür kommen 650 Liter in diesen Pool hinein. Die Heizleistung wird übrigens angegeben mit 2 bis 2,5 Grad pro Stunde. Das ist schon recht sportlich. Das Gewicht ohne Wasser beträgt 21 Kilo. Das Paket ließ sich noch recht gut tragen, wobei 2 Personen dann schon sinnvoller sind. Ich bezweifle aber, dass ich den Pool problemlos wieder so zusammenbauen könnte, dass er wieder in die alte Packung reinpasst. Apropos Packung. Neben dem Whirlpool gibt es inklusive die kabelgebundene Vollfunktionsfernbedienung, die Isolierabdeckung mit Schnellverschlüssen, 2 Filterkartuschen mit Maschenabdeckung, Aufblasschlauch mit Manometer, Gartenschlauchadapter, Reparaturkit und eine deutsche Aufbauanleitung. Gute 1,5 Stunden hat es gedauert, das Wasser bis zwischen die beiden Markierungen aufzufüllen. An der Seite ist einmal eine Markierung Minimalwasser, Maximumwasserlinie zu sehen. Ich habe das Ganze jetzt mittig zwischen beiden Linien gestoppt. Mein Poolthermometer zeigt aktuell eine Temperatur von knapp 38 Grad. Das heißt, die Temperatur, die die Poolheizung, die diese Whirlpool-Heizung hier bringen muss, ist fast erreicht. Es wird also Zeit, das Ganze jetzt einfach mal trocken zu testen. Hierzu nehme ich den Stecker ab in die Dose. Vorschriftsgemäß zunächst den Reset. Jawohl, es piept. Anschließend den Test, der funktioniert auch. Und wieder den Reset. Und dann kommt die Fernbedienung zum Tragen. Die Fernbedienung ist über ein Kabel gebunden. Sehr lang ist das Ganze nicht, also das reicht bis zur Wassergrenze, wenn man drunter sitzt. Viel weiter ist es nicht. Und standardmäßig zeigt die Fernbedienung die Temperatur des Wassers an. Aktuell 37,5 Grad. Das entspricht in etwa dem, was auch mein analoges Thermometer anzeigt. Ich habe nun verschiedene Möglichkeiten, die mir diese Fernbedienung bietet. Zum einen kann ich die Temperatur einstellen über den Knopf oben links, der Heater, Hitze. Der Filterbetrieb kann über diese Taste bedient werden. Ich kann die Luftblasenfunktion einschalten und den Timer und habe unten noch jeweils eine Taste für Erhöhen und Senken. Zum Beispiel, wenn ich die Temperatur einstelle, drücke ich hier drauf und setze die Temperatur auf eine Wunschtemperatur von 40. Wenn ich 3 Sekunden lang nichts mache, dann wird die Temperatur angenommen und die Anlage läuft. Und man hört es vielleicht auch schon, hier brummt es. Das heißt, der Filter läuft, die Heizung läuft ebenfalls. Ja, der Filter ist auch grün, das heißt, er funktioniert. Der Knopf für die Heizung ist rot. Sobald die Wunschtemperatur erreicht ist, soll dieser grün werden. Das testen wir jetzt einfach mal. Ich drücke auf Heizung und setze die Wunschtemperatur runter auf 35 Grad. Warten. Okay. Gut.
Also es ist keine grüne Lampe, die Beleuchtung ist einfach nur komplett ausgegangen, weil meine Wunschtemperatur ja nun niedriger ist als die tatsächliche Wassertemperatur. Okay, setzen wir das Ganze wieder hoch. 38 Grad ist okay. Okay. Über die Timer-Funktion kann ich einschalten, wann meine Wunschtemperatur erreicht sein soll. Das ist eine ganz praktische Funktion, denn wie ich vorhin schon mitgeteilt habe, um hier irgendwo 20 Grad Wassertemperatur anzuheben, bräuchte ich knappe 10 Stunden. Und da macht es keinen großen Sinn, von der Arbeit nach Hause zu kommen, schnell auf den Knopf zu drücken und ab hier reinzuspringen, denn 10 Stunden ist schon ein bisschen mehr als nur 5 Minuten Badehose anziehen. In dem Falle müsste ich ja mittags nach Hause kommen, den Pool einschalten, damit ich dann abends hier reinhüpfen kann. In dem Falle kann ich den Timer programmieren und stelle mir eben ein, die Uhrzeit, zu der ich in den Pool möchte, beziehungsweise die Stunden bis dorthin. Die Wunschtemperatur ist ja schon hinterlegt und dann heizt er sich automatisch hoch, damit in der vorgegebenen Zeit die Wunschtemperatur erreicht ist. Das finde ich eine tolle Sache. Das ist gut, wenn es funktioniert. Die Bubble-Funktion, das testen wir jetzt einfach mal aus. Jawohl. Okay, das Ding macht Ballett. Das macht Spaß, dazu zu gucken. Da freue ich mich schon auf den ersten Sprung hier in den Whirlpool rein. Da kommt richtig Dampf. Lautstärke habt ihr sicherlich gehört. Die Bremsung stecken wir hier rein. Die ist nicht ohne. Also man hört es schon, wenn die Blubberfunktion hier läuft. Das, ja, wenn man drunter sitzt, ist es vielleicht nicht mehr ganz so extrem. Aber das ist so eine Sache, die mich dann schon ein bisschen stören könnte. Muss ich mal schauen, ob sich das groß auswirkt. Ja, so viel zum Aufbau, zur Installation. Ich werde jetzt einfach mal Badehose anziehen, in den Pool reinspringen, um das dann zu testen. Doch zuvor, der Form halber, noch die Vorstellung der Abdeckplane. Die Abdeckplane gehört zum Pool mit dazu. Die wird über den Pool drüber gelegt, wird dann hier eingerastet über diese Klettverschlüsse, über diese Klickverschlüsse und soll den Pool vor Schmutz schützen. Soll auch eine isolierende Wirkung haben. Das glaube ich jetzt nicht so ganz, weil das Material relativ dünn ist und nicht nochmal separat mit einem Luftpolster versehen ist. Ich habe jetzt einfach mal testweise die Abdeckung aufgebracht. Alleine ist das gar nicht so einfach, weil die Plane, sobald man die auf der einen Seite einhaken möchte, auf der anderen Seite hineinrutscht, weil die Spannung doch recht kräftig ist. Aber es funktioniert. Ich habe das alleine hinbekommen. Ich kann das relativ weit eindrücken und insgesamt hängt das Ganze auch durch. Das bedeutet, wenn es regnet und dieser Pool im Außenbereich steht, dann habt ihr hier regelmäßig eine Wasserpfütze drin. An und für sich stört das nicht, weil die Plane, die ist wasserdicht. Das heißt, da kann kein Regenwasser in den Pool hineinlaufen, aber jedes Mal, wenn man die Folie abmacht, um dann hier drunter zu planschen, wird ja Regenwasser in den Pool laufen können. Das heißt, da braucht es dann definitiv zwei Leute, die gleichzeitig das Ganze so schnell umschlagen, dass hier kein Wasser in den Pool laufen kann. Das hätte man anders, hätte man besser lösen können. Das war meine Vorstellung des aufblasbaren Whirlpools des N-Spa Alpina. Dieses Teil werde ich jetzt eine ganze Weile lang ausprobieren, mindestens eine Saison, und anschließend gibt es von mir dann ein Rückblicksvideo mit meinen Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte. Ich werde berichten, wie es sich mit den Strompreisen verhält, wie es sich mit dem Wasserverbrauch verhält und natürlich auch das Thema Luftfeuchtigkeit hier im Keller werde ich auf jeden Fall angehen. Wenn ihr wissen wollt, was ich dazu zu sagen habe, abonniert meinen Kanal, setzt die Bimmel, damit ihr keines der folgenden Videos verpasst. Ansonsten schaut unten in die Videobeschreibung rein, dort habe ich alle für dieses Video relevanten Links als auch Produktlinks gesetzt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt für mein Video und ansonsten viel Spaß beim Baden, wünscht euch Komm mal, bis zum nächsten Mal, ciao!